Kabumm! Hey Michael! Danke, dass du gekommen bist, aber ich gehe diesem Lärm schon auf den Grund, keine Sorge. Ich will, dass du und Hop euch voll und ganz auf die Arena-Challenge konzentriert könnt. Euch fehlt nur noch der Orden von Roy, dem Drachentrainer. Aber Roy ist eine Nummer für sich. Er ist so stark, dass ich ihn als meinen Rivalen anerkenne. So, genug geredet. Ich muss jetzt diesem Lärm von eben auf den Grund gehen. Ich, Dedan, der Unschlagbare, werde eure Zukunft mit allem verteidigen, was ich habe. Kaboom! Der gleiche Soundtrack wie immer. Das kam von anderer Seite des Tunnels. Das ist mein Schifffort. It's Sam Time. Wir sollten ihnen folgen. Wo sind wir denn hier? In der Höhle? Nee, Route 9 Tunnel. Warum hat das plötzlich alles gewackelt? Oder habe am Ende nur ich gewackelt? Nein, das kann nicht sein. Ruf, die werden alle paranoid schon. Was geht denn hier ab? Wahnsinn, wie das gerade gewackelt hat. Oh Gott, Delion? Ab in Klaus City, wo alles in Ordnung ist? Ist das etwa eben der Champ gewesen? Du weißt schon, dieser Mann mit dem Mantel, der von oben bis unten mit Logos übersattet ist. Heil nicht. Oh Gott, hier ist so viel Stau. Gott. Kurzer Tunnel, aber mir recht. Oh, hier, Hop. Hey, Michael. Ich bitte dich, mit mir zu kämpfen. Ich meine, hast du mitbekommen, was gerade passiert ist? Hier ist ein bisschen Lärm. Genau. Erst war da dieser laute Rums und dann ist dieses rote Licht erschienen. Und dann hat sich plötzlich ein wildes Pokémon, das zufällig in der Nähe war, dann maximiert. Hä? Was? Hier, schau dir die Schlagzeilen an. Ich kann es nicht lesen. Mautzinger hat sich einfach Dynamaxed? Da ist Delion, ist einfach der coolste. Aber um den geht's doch nicht, Hop. Mein Bruder und sein Glugger haben nicht lange gefackelt und das Dynamaximierte Pokémon auf der Stelle aus dem Verkehr gezogen. Da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie stark mein Bruder wirklich ist. Wow. Ich muss mit ihm reden, soweit ich weiß, sollte er beim Stadion von Claw City sein. Auf geht's. Ach, willst du nicht kämpfen? Find ich besser so. Ja. So, kein Bock auf Federn diese Runde. Einfach durch. Ach, da gibt's Trainer. Dann stärke ich dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Sei so gut und gestatte mir, mich in einem Kampf davon zu überzeugen. Okay. Warum wollen die noch kämpfen? Meine Güte. Mann, ich will... Oh, ein Dugels. Oh Gott, da kriege ich schon diesen... Rotz in meinem Hals. Oh, 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 da muss ich schon kotzen, wenn ich dieses Pokémon sehe. Aber solange es mich nicht angreift, alles gut. Oh, ich dachte gerade. Das ist eins der stärksten Pokémon, die es gibt. Die Weiterentwicklung zumindest. Und deshalb habe ich Angst vor dem Vieh. Mortipod. Die Weiterentwicklung von Vitality. Mortipod, ihr kennt das alle. Habt ihr alle im Trailer schon gesehen von dem Spiel. Das Vieh ist cool. Das möchte ich auf jeden Fall ein Schwert dabei haben im Team. Das kann Pflanzenattacken? Why? Kann das Pflanzenattacken, das Vieh? Gibt's da einen Grund? Okay, egal. So, weg mit dir. Weg vom Fenster. Guck mal, dass wir nächste Folge dann schon den Arena-Leiterkampf schaffen. Gegen Roy. Quartermag. Kenne ich nicht, nie von gehört. Okay. Den Namen kann ich nicht von dem Vieh, aber das Vieh kenne ich. Okay. Ist aber nicht neu, das gab es nämlich schon seit Sonne und Mond, soweit ich weiß. Dieses Äffchen. Und tschüss. Moment. Wie ich erwartet hatte, mein geschultes Auge erkennt eben ein Talent, wenn es vor mir steht. Okay. Ein echter Gentleman versteht es, sein Leben zu bestreiten, ohne sich Feinde zu machen. Martin Grit ist mein ganzer Stolz. Neulich hat es beim Pokécamping eine Beere für mich gefunden. Ist das etwa ein Zeichen seiner Zutraulichkeit? Komm uns gerne mal besuchen und spielen mein Pokémon. Okay, wir kommen mal ganz kurz rein.
Bei Cornelia. Mautzinger, Mautzinger, Mautzinger. Da ist ein Alola-Mauzi. Was macht der? Und ein normales Mauzi. Guten Tag, dein Nintellion ist ja total prächtig. Dankeschön. Hier, ein Alola-Mauzi. Cool. So. War der einzige Trainer? Okay, super. Dann Aufschlag. Klaus City. Übrigens, die ganzen Haltestellen hier, die werden wir gar nicht mehr benutzen. Deshalb bin ich überlegen, ob ich die jetzt schon alle vorlese. Ach, ich weiß nicht, soll ich die überhaupt vorlesen? Gibt es bestimmt wahrscheinlich nur, wenn höchstens eine TM oder ein normales Item oder so. Ich denke nicht, dass es hier irgendwas Besonderes gibt. Weiß nicht, ob ich jetzt vorlesen soll, die ganzen Texte von den ganzen Bahnhöfen. Ich dachte, da kommt man später noch zu. Hey, hier drüben! Oh, Sanja ist auch da. Hallo, Michael. Gute Arbeit von dir an deinem Glurak-Delion. Ihr habt dieses Dynamax-Pokémon ja im Handumdrehen auf die Bretter geschickt. Tja, wir sind eben einfach unschlagbar, aber es gibt Wichtigeres zu besprechen, Sanja. Kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? Gute Frage. Ja, es war da dieses rote Licht. Und dann hat sich plötzlich ein Pokémon dann maximiert, obwohl eigentlich gar keine Energiequelle in der Nähe war. Aber wie kann das sein? Das wüsste ich selbst gerne. Wir müssen wohl damit rechnen, dass dieses rote Licht jederzeit wieder auftauchen könnte. Exakt, und um diesen Moment zu berechnen, braucht es eine Wissenschaftlerin der Extraklasse. Oma, was machst du denn hier? Ich wurde von Liga-Präsident Rose herbestellt. Er war mir Fragen befragen dazu gestellt, was all das mit dem Dynamax-Phänomen zu tun haben könnte. Und ist dabei was Hilfreiches rausgekommen? Das musst du ihn fragen, oder besser gesagt, seine Assistentin. Für den Liga-Präsidenten dreht sich alles nur um die Energieversorgung Galas. Alles andere überlässt er seiner Assistentin. Aber eins steht fest, wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich dich bitten, zu der Sache weitere Nachforschungen anzustellen, Sanja. Immerhin kennst du dich von uns allen am besten mit der finsteren Nacht aus. Moment, willst du etwa damit sagen, dieses rote Licht ist in Wirklichkeit die finstere Nacht? Ich frage mich, ob wir auch irgendwie helfen können. Vielleicht mit einem Kampf oder so. Klar können wir das. Danke, ich weiß euren Eifer sehr zu schätzen, aber ich wünsche mir von euch gerade nur eins. Ich will, dass ihr mir das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Und im Gegenzug sorge ich dafür, dass hier im Gala auch in Zukunft Frieden herrscht. Geh knack, Bruderherz, ich vertraue dir, du bist schließlich Delion und Unschlagbare. Oma, es gibt ja etwas, was ich genau untersuchen möchte. Hörst du mir dabei? Aber sicher doch, Sanja. Dann bis bald. Besteht ja jetzt erstmal die Arena-Challenge. Ich rechne jetzt fest damit, euch beim Champ Cup zu sehen. Yeah. Gut, konzentrieren wir uns auf unsere eigene Mission. Für mich heißt das, Ness zu besiegen. Aber du machst dich jetzt erstmal zum Klaus-Stadion, oder, Maike? Roy solltest du keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Ja, ich hab Ness schon besiegt. Du bist wirklich langsam. Vorher warst du vor mir, aber jetzt nicht mehr. So, da oben soll er sein. Der letzte Arenaleiter. Und das geht schon heute los, meine Freunde. Ich hoffe, ihr seid alle gehypt. Ich geh nochmal kurz rein. Was wird die Arena-Challenge? Die letzte. Die werden wir schon heute anfangen. Höchstwahrscheinlich, denke ich mal, dass wir heute schon die Arena machen. Weiß nicht, ob wir die schaffen? Ich denke mal nicht. Aber man weiß ja nie. Spiel ist anscheinend kurz. Hat sich erweitert. Achso, stimmt. Hat sich erweitert. Stimmt. Da war ja was. Du, da, 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 du. Nichts Besonderes, nur leider, das ist etwas dumm. Ja, passt schon. Braucht nichts. Wir können aber unsere Sachen verkaufen.
Upsala, sorry für diesen kleinen Cut, aber ich habe auf jeden Fall jetzt alle Items verkauft. Wir haben jetzt die Hälfte Geld mehr. Keine Ahnung, was ich laber, aber ja. Das ist sie, die letzte Arena. Stimmt. Es geht nun los. Yeah. Oh yeah. Wir haben schon mit allen geredet, soweit ich weiß, deshalb ignoriere ich jetzt erstmal alle. Oder? Habe ich das? Ich weiß es gar nicht. Habe ich mit euch geredet? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich werde jetzt nicht nochmal gegen die reden, weil mit denen reden, weil ich glaube, ich habe schon mit denen geredet. Ja, habe schon mit denen geredet. Ich habe schon das Item gegeben. Alles klar. Dann let's go! Die Arena-Challenge nähert sich langsam, aber sicher ihrem Ende. Also, die Arena-Challenge nähert sich langsam, aber ihrem, aber sicher. Achso. Sorry, ich bin dumm. Die Arena-Challenge nähert sich langsam, aber sicher ihrem Ende. Du bist weit gekommen. Der Arena-Leiter von Claw City ist Drachenprofi Roy. Bist du bereit für seine Arena-Mission? Und ob? Dann bitte ich dich zunächst in der Umkleide in deine Uniform zu schlüpfen. Okay. So, und dann gibt's bald in Score City unser neues Outfit. Das ist nämlich die letzte Boutique dann, unsere letzte City, bei der wir noch nicht waren. Die ist dann aber eher Post-Game-Stuff, das habe ich dann aber noch nicht. Diese Uniform, die du trägst, zeugt von all den Siegen, die du schon errungen hast. Ich kann deinen Kampfgeist deutlich spüren. So, und jetzt begib dich bitte ins Stadion. Ich meine natürlich zur Schatzkammer. Die anderen Arena-Trainer warten auch schon auf dich. Was, da geht's nicht lang? Okay. Dann halt in die Schatzkammer. Ich dachte, es geht in die Burg rein. Was hab ich denn gedacht? Wow, lädt aber lange. Ich dachte gerade. Mal sehen, wie viele Challenger sind noch im Rennen? Wow, nicht mal 10. Also gut, Michael, ich erkläre dir jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Ich habe meine Stimme geändert, aber ich glaube, das ist auch so okay. Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst nur 3 von mir höchstpersönlich ausgebildeten Arena-Trainer besiegen. Das ist alles. Ach ja, noch etwas. Ihr werdet in Doppelkämpfen gegeneinander treten. Die Arena-Challenge hat es ganz schön in sich, findest du nicht? Da halten auch nur sehr wenige Arena-Challenger so lange durch wie du. Und genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mir alle Tricks, die du auf Lager hast. Aber genug geredet. Der erste Arena-Trainer wird dich jetzt gegenübertreten. Na los, Raphael, trau dich. Ja, genau, ich bin's, der da vorne stand. Vor 5 Sekunden. Bin schon zur Stelle. Roy hat mich 2 Dinge gelehrt. Zum einen die Stärke von Drachen-Pokémon und zum anderen, dass man das Kampffeld zu seinem Vorteil nutzen muss, wenn man sich diese Stärke zunutze machen will. Oh, ich wollte zwar noch schnell wechseln, schade. Aber naja, dann wird wohl Zwarlock vorne sein. 4 Kämpfe also. In einer Liga. Mal gucken, ob wir es heute sogar schon schaffen. 2 Folgen hintereinander. Arena? What? Krass ist das, ey. Okay, das sind seine einzigen Pokémänner. Die machen wir so. Und dich. Mache ich mit einem Kopf noch normalen. Ich will eigentlich Zwarlock wechseln. Hm. Piu, bam. Oh, Fiskagott schläft noch. Und Pelipper natürlich auch. Wow. Aber er ist zurückgeschreckt. Nein. Drachenpulse ist ein Schalkattacke. So, dann schießen den nochmal ab. Und wir wechseln mit Zwolok zu Silembrim. Das ist, glaube ich, unser zweitstärkstes Pokémon. Halt, unser stärkstes ist Inteleon. Macht ja Sinn, ne? Du-dum, du-dum. Yeah. Sorry dafür. Whiskerwood ist down. Nice. Nur noch Belippa. Und Zwoller kriegt ein Level up. Cool, cool. Rückenwind, was macht das? Okay. Cool. Ich versuche mal Aquavelle. Ich weiß aber nicht, ob das was macht. Ob das was bringt. Psychokinese. Das ist, glaube ich, mittlerweile unsere stärkste Attacke. Bitte hat er kein 2H2O-Absorber. Ne, hat er nicht. Macht sogar sehr viel. Oh, aber er darf anfangen. Oh oh. Zurück, zurück. Psychokinese. Psychokinese. Und dead. Juhu.
Einen von vier haben wir schon mal. Nice. Kursi, ein Level up. Och, Kursi, auf Kurs, du kriegst was. Doppelkämpfe gehen richtig ab, aber man braucht dafür eine ganze Menge Grips. Genauso erwarte ich das von einem Trainer, der sich bisher durchgeschlagen hat. Und zwei Girls kommen noch. Hier kommt unser zweiter Trainer, Lorraine. Ich darf mich frei rumbewegen, das ist nett. Okay. Bei einem Doppelkampf kommt es darauf an, zu verstehen, welche Rolle die jeweiligen Pokémon des Gegners im Kampf erfüllen. Okay. Es wäre aber echt sick, wenn wir in dieser Folge schon den letzten Arena-Level kriegen. Das wäre doch geil. Und zwei Feuer-Pokémon. Ich weiß nicht, warum Voluna da ist. Voluna ist definitiv kein Drache und hat auch definitiv keine Drachen-Attacken. Ne? Ne, Voluna hat definitiv keine Feuerattacken schon. Ist der Typ Feuer, aber keine Drachenattacken. Das wäre mir komplett neu. Lass uns tauschen. Lass uns erstmal Fortunata, weil das ist ja definitiv Wasser. Feuer. Sorry, ich verwirre mich gerade selbst. Das Ding ist Feuer, sieht man doch. Deshalb wird das sehr aktiv. Oder auch nicht. Ist wahrscheinlich Gestein oder so. Ich hab's verwechselt. Super. Was machst du? Oh, das ist eine Verbrennung. Oh nee, bist du ekelhaft. Panzerfalle, ey. Kannst du mal den Rotz aufhören hier? Boah. Geh mir nicht auf den Sock, ey. So, Voluna schon mal weg. Piu. Nice, nice. Talon kriegt ein Level up. Super. Ist ja nicht schon OP genug, das Vieh. Und bam, Tortonator is dead as well. Silenbrim kriegt ein Level up. Super. Supidi. Das Wetter ist unberechenbar, aber noch viel unberechenbarer ist der Ausgang eines Kampfs. Ja. Fantastische Leistung. Genau das habe ich von einem Trainer erwartet, der sich 7 Orden erkämpft hat. So, jetzt fehlt nur noch eine Trainerin. Und jetzt ist es Zeit für den krönenden Abschluss. Nummer 3. Siopan. Dann müssen wir erstmal unsere Pokémänner heilen. So. Habe ich einen Feuerheiler? Ja! Nett. Okay, let's go. In einem Doppelkampf kann man beide Pokémon mit voller Kraft zuschlagen lassen. Oder man gibt einem von ihnen eine unterstützende Rolle. Sehen wir mal, was für eine Strategie du verfolgst. Okay. Ich glaube, wir schaffen es echt noch heute. Rex Blizzard und Medeiros. Oh, Rex Blizzard ist ein mega cooles Pokémon. Hat das ein Lied bekommen? In XY? Ich glaube schon. Oh, Hagel. Aber ich kann Rex Blizzard nur empfehlen, so im Team zu haben. Ist ein sehr gutes Pokémon. Sehr cool. Da darf gerne Silenbrim ran. Kampfgebrüll, ey. Hör mal auf hier mit dem Rotz. Da schwächt er mich erstmal. Oh nee. Nicht solche Attacken, ey. Das ist doch ekelhaft. Ekelhaft, ey. Zekokinis. Und ich muss niesen. Lol. Aha. Oh, Rofel XD. Lustig. Nein, bin ich. Okay, egal. Zack. So, Explosion. Deine Tage haben sich gezählt. Nein, eher nicht. Oh oh.
Das kriegst du zurück. Das war sogar ein Volltreffer. Es geht zurück, wenn ich angreifen darf. Kacke. Psychokinesis. Psychokinesis. Und dead. You are dead. Not big surprise. Haha. Oh, Krimi Level up. Geil. Aua. Und. Aua. Oh, Kacke. Lass uns Aqua-Durchstoß setzen. Ich will jetzt, dass es auf jeden Fall in dieser Runde stirbt. Komme, wat? Walle. Oh, das hätte beinahe angegriffen. Ich bin so dumm. Nein, nicht bloß nicht Aromakur. Dann raste ich aber aus hier. Wir dürfen zuerst angreifen. Gut. Bam! So, und jetzt machst du noch den Rest, Ziel im Riemen. Nein! 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 Oh, ich lebe noch. Okay. Und dead! So, bitte lass mich noch heilen. Roy, bitte. Bitte, Roy, lass mich jetzt noch schnell heilen. Wenn Pokémon und Trainer an einem Strang ziehen, wirken sie ungeahnte Kräfte in sich. Eine reife Leistung. Gegen einen talentierten Trainer wie dich kämpfen zu dürfen, war mir eine große Ehre. Großartig, Maike. Ganz wie erwartet, dass die Arena-Mission gemeint hat. Bravo. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass du dich gegen mich beweist. Auf ins Stadion. Ach, jetzt gehen wir natürlich wieder zurück ins Stadion. Ah ja, klar, habe ich gewusst. Natürlich. Ups, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen heilen. Wir wollen siegen und wir wollen heilen. Aber nicht so laut. So, Hypertank für dich. Und Hypertank für dich. Jetzt ran an den Speck. Unser letzter Orden. Da die Ecke wollen wir auch auffüllen. Das machen wir heute noch. Let's go. Hype, hype, hype. Gelassen. Und Nutella-Werbung im Hintergrund. Oder Marmelade. Das ausgerechnet du der erste Challenger bist, der es so weit geschafft hat, muss Schicksal sein. Aber wenn denen so viel auf dich hält, wundert es mich nicht, dass du es so weit gebracht hast. Und du denkst also, du kannst ihn besiegen? Dafür musst du erstmal mich, seinen größten Rivalen, klein kriegen. Ich werde dir auf die harte Tour zeigen, worauf du dich da eingelassen hast. Ich kontrolliere übrigens nicht nur das Wetter, sondern bestehe auch auf einen Doppelkampf. Damit will ich herausfinden, wie gut du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Also dann, los geht's. Okay, ich wusste, er war ein Doppelkampf. Oh Leute, let's go! Das ist ein Rotom! Also sein Handy, meine ich. Alibeldra, oh nee. Bam, 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 letztes Mal, dass wir das hören, eventuell. Brokkolos kann nichts gegen Wasser. Epic. Houtini, level up. Als ob das noch lebt. Aber der Sandsturm, der Sandsturm, der Sandsturm. Nein. Sanaconda, ist das ein Dings-Pokémon? Ich hab den Namen vergessen, egal. Ich glaube, es ist ein Special-Pokémon. Aber ich setze noch nicht ein. Ich setze noch nicht meine Dings-Attacke, meine Giga-Dynamics-Attacke ein. Erst wenn er nur noch eins oder zwei Pokémon da stehen hat. Okay, wenn er noch ein Pokémon da stehen hat. Sein letztes. Ich will nämlich ein besonderes Form zeigen. Ah, Donnerschlag. Aua. So, jetzt down mit dir. Tschüss. Bats. Digga, wir sind so OP. Wir sind so krass OP. Yo, wie viele Level-Ups. Was? Regentanz? Warum willst du Regentanz denn? Ja, alles okay bei dir? Nein.
Danke. Das ist eine Attacke, die lernt man eigentlich ganz am Anfang, aber okay. So, Level Ups, Level Ups, Level Ups, Level Ups. Nice. Dein letztes Pokémon? Bitte irgendwas Krasses, wo ich auch mal eine Challenge hab. Das ist so einfach hier. Mit einem Pokémon kann man keine Combo hinlegen, aber zum Gewinn reicht's allemal. Duraludon! Giga Dynamax Silimhim! Das existiert ja? Dynakinese! Weht ihre Winde! Mein Partner wird jedem aus dem Stern erpusten! Oh oh! Der 9.11. Ein Hoch raus! Okay, der war vielleicht ein wenig zu offensive, tut mir leid für den Joke. Aber ein Hoch raus! Ein Apartment! So, Giga Dynamax Silimhim, wir wollen jetzt alle sehen! Let's go! Doing boing! Yeah! Ist das Giga Dynamax? Nee, oder? Warum ist es kein Giga Dynamax? Sag mir nicht, das ist auch wieder sowas, das musst du bei einem Raid gefangen haben, damit es Giga Dynamaxen kann. Das wäre lächerlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so nicht die Form aussieht. Die Giga Dynamax Form. Das ist die gleich normale Form, oder nicht? Oder? Ich weiß es gerade echt nicht. Ist das die ganz normale Form? Wie sonst auch immer? Ich sehe da keinen Unterschied. Ah, Kacke. Weiß nicht, warum das nicht angezeigt wird. Super, da werde ich mich einfach informieren müssen. Nein, sieh den Brief! War das jetzt die nochmal richtige, die Giga Dynamax Form? Ich werde es euch wissen lassen. Im Thumbnail, falls da angezeigt wird, das Giga Dynamax Pokémon. Ja, ich würde sagen, Kursi! Kursi, ich hab dich ganz so lieb. Komm mal hierher. Das ist ein wichtiger Kampf. Und ich will, dass du dabei bist in diesem wichtigen Kampf. Wow, 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 wow. Setz nur deine stärksten Attacken ein. Juwelenkraft! Und gewonnen! Boom, boom, boom! Da crasht's! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Selbst wenn ich verliere, gebe ich eine erstklassige Figur ab. Zeit für ein Selfie, würde ich sagen. Okay. Gib mir den letzten Orden. Sofort! Das war ein harter Kampf, aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätten sich die Wolken aufgetan. Jetzt herrscht nichts als Sonnenschein. Ha! Von wegen! Glaub mir kein Wort! Erinnerst du dich, wie ich geprahlt habe, dass ich Delons größter Rival bin? Und wenn schon, das nützt mir auch nichts, wenn du mich besiegst. Meine Pokémon und ich haben uns dir gegenüber ganz schön hochnäsig verhalten. Ja, nimm das als Zeichen deines Sieges. Das ist der Drachenorden. Jetzt besitzt du alle Orden der Galar-Region. Um den herauszufordern, musst du aber noch das Turnier nach der Arena-Challenge gewinnen. Und das meine ich ganz wortwörtlich. Du musst dieses Turnier einfach gewinnen, klar? Sonst wäre mein Niederlage gegen dich bedeutungslos. Okay. Wir haben alle Orden. Wie krass! Jetzt, wo du alle Orden gesammelt hast, erwartet dich als nächstes der Champ Cup. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey, Maike! Ich will dich nicht lange aufhalten, aber ich hätte noch was vergessen. Erstens wollte ich dir als Zeichen meines Respekts noch die TM99 geben. Sie enthält die Attacke Breitseite. Breitseite? Sagt mir gerade gar nichts. Der Anwender schwingt heftig seinen robusten Schweif, um damit gegnerische Pokémon anzugreifen und ihren Angriffswert zu senken. Okay. Und zweitens wollte ich dir die Uniform der Drachen-Arena-Trainer schenken. Die kriegen nur echte Gewinnertypen wie du und ich. Dankeschön.
Hiermit hast du Challenger Maike mit der Trikot Nummer 1, die Arena Challenge, abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt kannst du deine Stärke beim Champkampf unter Beweis stellen. Und du, Roy, musst mir nun deine Stärke zeigen, meine ich natürlich. Aha, da ist er endlich, den uns kleiner Bruder. Ich nehme deine Herausforderung an und ich werde dich ordentlich in die Mangel nehmen. Nach diesem Kampf wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena-Challenge aufzugeben. Aufgeben kommt nicht für mich in die Frage. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und bin stärker, als du je zuvor vorstellen konntest. Ich werde euch alle besiegen. Roy, Michael und natürlich auch meinen Bruder. Einfach jeden von euch. Mach's gut, Michael. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Aber ich rate dir vorher fleißig in der Tuzone zu trainieren. Warum? Du hast die Arena-Challenge abgeschlossen. Gib weiterhin alles, Maike. Das werde ich. Ich habe deinen Kampf im Fernsehen gesehen. Hammer. Wahnsinnskampf. Das sagt immer noch das Gleiche. Hm, okay. Mann, Balduin. Was Neues? Was treu besiegt, so wie dir? Hm. Typ Stahl. Ja, okay. Sag nichts Neues. Okay. Hm. Aber ich würde sagen, damit war es mit dieser Folge von Pokémon Schild. Was hier passiert, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Schild. Haut rein.